So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Heute mal Haare gekämmt, sehe aus wie ein Playmobil-Männchen. Ne? Adi, hopp! Adi, hopp! Adi, hopp! Ja, auf Umwegen musst du die Leiter erklimmen. Du hast es geschafft. Guck mal, mein Sack. Alles wird gut. So, wir haben heute Adis Adventskalender wieder am Start. Und wir haben heute Türchen Nummer 14. Was denn? Spannend, wir machen es einfach auf. Keine Spielereien am frühen Morgen, ja. Der Terminkalender ist... Ich krieg's nicht raus. Das ist... Kennt ihr das? Wenn ihr das Türchen und dann tut sich das so rein und dann... Kommt ihr da... Alter, wie denn? Ja, wie? So, das ist das Türchen auf jeden Fall. So geht's auch. Und da haben wir lauter kleine, lustige Brocken drin. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Guck mal, Adi, siehst du das? Ist da was dabei? Ja? Nicht ablenken lassen, da war nichts. Der Adi, der hört immer Stimmen. Seit seiner Kindheit hört er Stimmen. Ich weiß auch nicht warum, was da los ist. Hier, das ist alles deins. Das kannst du jetzt alles essen. Was tust du denn deine Zunge so raushängen? Bruder, so kenne ich dich gar nicht. Aber solange es keine Fische sind, haust du natürlich ordentlich rein. Also irgendwie isst der Adi alles, bis auf diese komischen Fische, die wir gestern wieder hatten, die er dann verschmäht hat und lieber in der Gegend rumgeschmissen. Da ist noch ein kleines, ne? Zack. Ein kleines ist noch da, alles ist vollgesabbert. Wunderbar. Adi Schatz, Adi Schatz, nein Adi Schatz, ach Mann, du willst immer nur mein Essen und dann. Guck, so sieht's aus in meinem Herz. Alles leer. Mit Stöpsel. Dann werden wir uns jetzt dem Bier widmen. Davon lassen wir uns nicht klein kriegen. Auch hier wieder natürlich die Nummer 14. Nein, jetzt musst du auch nicht ankommen, Junge. 14. Und die 14 ist 18. Die 14 ist 18, genau. Hier haben wir die 14. Und ich glaube, heute kommt der Boss am Mike. Wenn ich das gesehen habe vom Stöpfel her. Ich schau mal kurz. Ah, vergessen es, was ich gesagt habe. Ich habe... Was machst du da für Moves? Jetzt hat er wieder Energie getankt, da kann er wieder ausrasten. Ich habe nur den Deckel gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, das wird heute eine 5, hä? Bei Etikett. Weil ich immer denke, wenn ich den Deckel sehe und der Deckel sieht schon so hammermäßig, strahlend, brutal aus, dass das Etikett da mithält. Also hier oben, die Banderole hält auf jeden Fall mit. Das ist keine Banderole. Hier oben, das hält mit. Aber dann sehe ich schon mit Sommerwitt, ne? 4,7% Störtebäcker. Und weil es Störtebäcker ist, fängt es an und hat hier wieder so ein altes, klappriges Papier drum, was leider nicht so strahlend wirkt, so kräftig ist. Es ist irgendwie sehr matt. Bei euch sieht das vielleicht jetzt weiß aus. Bei mir hat das so eine gimbliche Farbe, so einen abgestandenen Vanilleton. Und das finde ich schade. Trotzdem, es ist weltweit prämierte Braukunst, ne? Midsommerwitt, Sorte, spritzig, aromatisch. Störtebäcker kennt man ja, die haben meistens hier oben Schiffe drauf. Schiff kann man jetzt gut oder schlecht finden. Es sieht auf jeden Fall nicht alt und modrig aus in dem Sinne. Es sieht ja eigentlich sehr präsent und frisch aus, aber selbst dieses Papier, diese Papierqualität, das wäre für mich schon wieder ein Punktabzug. Ich will das richtig schön glänzend, richtig schön erfrischend, jugendlich und spritzig, aber von den Farben her, von der Erscheinung, macht das einen guten Eindruck, aber für eine 5 reicht es bei mir trotzdem nicht. Ich würde für dieses strahlende Etikett trotzdem eine 4 geben. 4 von 5 Punkten. Es sieht ja freundlich aus an sich, aber das Papier macht alles zunichte, ne?
Das ist leider so. Muss da streng sein. Der Deckel sieht auch richtig genial aus. Vielleicht will ich auch keine 5 geben, weil es Störtebäcker ist. Und alle Leute mögen Störtebäcker. Deswegen muss ich wenigstens noch bei klarem Verstand sein und sagen, der kriegt hier nicht die volle Punktzahl. Der hat hier keinen prominenten Bonus. Toll. Wieder läuft das ganze Bier raus. Warum jedes Mal? Aber diesmal sind wir schlau. Diesmal lassen wir es nicht auf den Boden gehen. Wir tun es mal kurz hier rüber. Da können wir den Geruch schon mal begutachten. Riecht nach Bier, okay. Nein, wir holen uns wieder das Bier-Tasting-Glas. Warten kurz, bis es sich beruhigt hat. Ja, Adi, ist doch gut. Bist du gleich dran? Ja, Adi wartet, bis es was Richtiges zu essen gibt. Jetzt werden wir das mal einfüllen, bewerten mal die Farbe. Also Etikett, 4 von 5 Punkten, wie gesagt. Wäre das anderes Papier, dann wären es auch mehr Punkte. Trotzdem sieht es eigentlich sehr erquickend aus. Jetzt Farbe, die Farbe vom Bier. Das sieht mir ziemlich hell aus. So strahlend wie das Etikett ist, so wenig strahlt aber das Bier. Also die Farbe lässt ziemlich nach. Alter, wie viel Kohlensäure hat das denn? Das Bier besteht ja nur aus Kohlensäure. Das setzt man schon 100 Jahre vorher ab und es schäumt und schäumt und schäumt. So, ich muss vorsichtshalber, ich muss ganz kurz. So, Farbe. Die Kohlensäure zirkuliert, okay. Es ist ziemlich hell, gleichzeitig ist es aber ziemlich trüb. Man kann kaum durchgucken. Mir würde da was Klares deutlich besser gefallen. Bei euch sieht das vielleicht ein bisschen heller aus als bei mir. Farbe finde ich leider gar nicht ansprechend. Das sieht aus wie abgestandenes Spülwasser schon wieder. Farbe würde ich sogar nur einen Punkt geben. 1 von 5 Punkten für Farbe. Geruch haben wir auch noch. Geruch. Ist schon wieder so viel Schaum da. Geruch. Man riecht eigentlich kaum was. Das heißt, es riecht weder gut noch schlecht. Geruch würde ich einfach, weil es komplett neutral ist, einfach 3 von 5 geben. Weil es riecht nicht unangenehm. Es riecht nicht annehmbar. 3 von 5 für Geruch. 4 von 5 Etikett, 1 von 5 für die Farbe. Jetzt kommt es natürlich noch auf den Geschmack an. Und es ist wieder der ganze Schaum. Oh, wir müssen nochmal den Schaum wegnehmen. Das ist wie ein... Hat gerade wieder geschmeckt wie ein Bananenweizen. Nur extrem bitter und prickelnd und brennend. Egal, ein Schluck von der Plörre. Mal gucken, wie es schmeckt. Also, obwohl es wässrig aussieht, schmeckt es nicht wässrig. Es ist sehr präsent im Geschmack. Leider ist es vom Geschmack her richtig herb. Direkt beim Trinken schon richtig herb. Beim Absetzen wird es noch herber. Es ist richtig herb, bitter. Für mich zu herb, zu bitter, zu unangenehm. Mag ich leider nicht so, wenn es wenigstens beim Trinken wässrig wäre und danach nur herb. Aber es ist die ganze Zeit herb und die ganze Zeit knallt das richtig rein. Gibt sicherlich viele, die das mögen, so ein bitteres Bier. Mich spricht es leider gar nicht an. Ich würde für den Geschmack sogar auch nur einen Punkt geben, so leid es mir tut. Das Etikett hat wieder mal richtig frohlockend, ne? Und jetzt nichts. Das enttäuscht wieder komplett. Habt ihr das auch schon mal probiert? Störtebäcker ist ja eigentlich bekannt. Störtebäcker Sommerwitt. Gerade diese Sorte. Vielleicht lag die schon mal bei euch irgendwo im Regal rum. Schreibt es mal in die Kommentare. Ah. Ich finde das einfach nur extrem bitter, richtig übertrieben bitter.
Einfach nochmal schön das Etikett hier reingehalten. Das Etikett hätte fast die volle Punktzahl bekommen. Wäre es nicht auf so einem Gammelpapier gedruckt und würde einfach schön weißstrahlend sein, statt diesen vanillecremefarbenen, dunkleren, altmodischen Papier, aber egal. Auch das müssen wir jetzt natürlich wegtrinken. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir sehen uns morgen. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Playmobil-Männchen. Midsommer mit.